Da sind wir wieder. Heute ist der Tag, wo wir die Queen Bee machen. Heute ist es soweit. So, ich bin echt zufrieden damit, wie diese Kuppel aussieht irgendwie. Ich weiß aber gar nicht wieso, weil eigentlich ist das einfach nur eine Glaskuppel. Es ist einfach nur ein Rechteck mit einem Halbglas oben drauf. Aus Glas. Und ich bin so zufrieden damit, wie das aussieht. Das ist so komisch. Hä, das war's schon? Mann, das kostet so viel Glas. Das kostet so viel Glas, das Ding. Perfekt. Hä, wieso ist hier ein Stück Gras? Das ist weird. Ein Stück Gras. Also wir bauen eine Arena unten, unterirdisch. Aus dem simplen Grund, überirdisch wird sie wütend. Das wusste ich nicht. Fuck. Na toll. Ich habe noch nicht mal alle Accessoires mit. Ich wollte noch eins, damit ich nicht vergiftet werde. Schade. Wir sind echt weit gekommen dafür, dass ich voll unvorbereitet war. Oh, ich habe so Angst. Puh. Achso, und Regenerationstränke bräuchte ich noch. Aber die bekomme ich erst, wenn ich ein Pilzbiom habe. Ja, die entscheidet nicht auf mich zu schießen, sondern mich lieber Mili zu attacken, wenn ich mich unter dieses Ding stelle. Aber das finde ich fein. Ey, ich nehme so viel weniger Schaden. Das ist so krank. Das ist so krank, wie viel weniger Schaden ich bekomme. Oh, ich habe sie aus Versehen mit dem Schild geschlagen, das tut mir leid. Ich hoffe, der Fight ist jetzt nicht invalid. Aua. Aua. Ich habe übrigens gelesen, das will ich eigentlich mal ausprobieren, aber das geht eigentlich gegen die Regeln, dass ich mit dem Schild theoretisch durch sie gehen kann, wenn ich in ihre Richtung attacke. So. Das klappt! Lol. Das Wiki lügt nicht. Das ist perfekt. Hä? Man kann mit dem Schild durch sie gehen. Das ist ja cool. Lol. Mit dem Schild hat man genug Iframes, um durch sie zu gehen. Das ist mega cool. Oh. Aber ich löse den manchmal aus Versehen aus. Guck mal, ich hab sie schon halb und so viel Schaden habe ich noch nicht genommen. Ich habe noch nicht mal einen Heiltrank benutzt bisher. Ja. Oh nein! Nein, die Dryade! Nein, mein Buff! Jetzt nehme ich mehr Schaden. Das ist so cool, dass das geht. Das ist so cool. So, mit den Bienen kann ich sie am einfachsten treffen. Wenn sie anfängt zu schießen, muss ich unter die Wand. Diese Stacheln machen mir auch am meisten Schaden. Auch wenn ich keinen Giftschaden nehme, die machen mir halt einfach so am meisten Schaden. Physischen Schaden. Aua. Das ist so cool, dass das geht, ey. Ich kann nicht aufhören, das zu machen. Das macht so einen Spaß, ihr so auszuweichen. Aua. Okay, jetzt werde ich aufgetroffen. Da muss ich aufpassen. So, jetzt habe ich kurz Zeit. Nein, lass ihn in Ruhe. Nein! Er hat meinen Bay getötet. Oh. Ich habe keinen Honigbuff. Sekunde. Aua. Ey. Ja, die ist viel weniger aggressiv, das merkt man aber auch. Die ist so viel weniger aggressiv, wenn man unterirdisch ist. Ja, die Krankenschwester ist neu gekommen. Lol, das ging ja schnell. Aua. Ich hab schon wieder keinen Honig. So.
Aua. Alter, ist die aggressiv. Alter, ist die aggressiv. Alter. Aua. Das ist die so aggressiv. Aua. Ey. Bitte, lass mich. Ah, Hilfe. Das ist echt gefährlich. Puh, ich hab sie. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab sie. Ah, erstes Mal von drei. So, Buff, das und dann los geht's. Nächster Try. Oh, ich dachte schon, ich sterbe jetzt noch, Alter. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ja. 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 Endlich. Jetzt ist das Spiel um einiges einfacher. Ab jetzt ist das Spiel um einiges einfacher. Jetzt sollten die Bosse einfacher werden. Im Hard Mode gibt es sowieso viel bessere Waffen und sowas. Ich kann den Eater of Worlds töten. Gut, das mache ich eben. Master. Klein. Lila. So, das sollte ein relativ einfacher Fight werden. Jetzt bin ich echt tot. Oh nein, ich bin noch nicht tot. Jetzt bin ich tot. Aber sollte es nicht immer das gleiche wie das, was es am Ende ist? Blutmond! Blutmond! Endlich! 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 Das, was ich so lange drauf gewartet habe. Ich habe so lange drauf gewartet. Deine Bienen unter den Gegner stellen. Oh nein. Leon, wieso hast du das vorgeschlagen? Danke, Leon, dass du das vorgeschlagen hast. Ich kann mich nicht unter ihn stellen. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich schon wieder gegen den sterben werde. Der ist halt voll schwer, ihm auszuweichen. Und deswegen, ich bekomme nicht viel Schaden durch den und ich mache sehr, sehr viel Schaden. Aber ich werde halt so oft getroffen, dass es für mich richtig, richtig schwer ist, nicht daran zu sterben, dass ich halt so oft getroffen werde. Ja. Nein! Alter, das wäre mit einer Krankenschwester so viel einfacher. Ich habe keine Krankenschwester. Der Fight ist halt nicht schwer. Deswegen ärgert es mich bei dem eigentlich am meisten, dass ich gestorben bin. Ah fuck, er kann hier durch diese Wand. Er kann durch diese Wand. Das habe ich vergessen zu bedenken. Er kann da ja durch. Das will ich kurz berichtigen. Ich wusste, dass er durch die Wand kann. Was ich meinte war, ich habe vergessen, dass er durch diese Wand da hochklettern kann. Weil wenn er keine Wand wäre, wenn er kein Block wäre, dann könnte er da nicht hochklettern. Das war, was ich meinte. Ja, das habe ich nicht bedacht. Das habe ich nicht bedacht. Hallo? Wohin mit dem? War ich zu hoch? Das kann auch sein. Hä? Er hat keinen Bock mehr. War ich zu hoch? Hä? Er hat einfach keinen Bock mehr gehabt. Wünsch mir Glück. Wünsch mir einfach Glück. Ich will nicht so weit rechts. Ich will nicht so weit rechts sein. Ich will hier weg. 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 Nein. Puh. Hallo, lass mich hier raus. Ich hätte echt alle Löcher noch stopfen sollen. Die Löcher sind echt ungünstig.
Aber ich hab ihn gleich. Ah, danke. Danke. Der war nämlich nicht geil. Egal, ich hab den Schal und mehr will ich gar nicht. Ich wollte nur den Boss besiegen. Nichts Besonderes. Oh, da war noch halt diese Erze und sowas, aber die brauche ich halt nicht. So, ich bin in der Hölle. Da sind schon Höllenfledermäuse. Die Musik ändert sich schon. Wenn ich meinen Obsidian-Tank nehme, könnte ich sogar anfangen, Höllengestein zu sammeln. Oh, ich weiß, was ich mir für ein Haus baue. Ich habe mich jetzt gerade entschieden, was ich mir für ein Haus baue. Ich baue mir eine richtig geile Dracula-mäßige Festung. Das wird cool. Das wird richtig, richtig cool. Boah, darauf freue ich mich jetzt gerade. Aus den Höllenfeuersachen kann ich mir machen. Einen Bogen brauche ich nicht, ein Schwert brauche ich nicht. Eine Spitzhacke, die will ich haben. Die ist leider langsamer. Das ist ein bisschen sad. Eine Hammaxt. Da bin ich sehr glücklich drüber, dass ich die habe. Und den Imstaff. Ach, den kann ich mir craften. Ich dachte, den muss ich droppen lassen. Hä? Ach, den kann ich mir craften. Hä? Ich dachte, den muss ich mir droppen lassen. Ich habe jetzt den Imstaff einfach. Darauf war ich nicht vorbereitet. Lol, darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet jetzt. Ja, das war's dann wieder mit dieser Folge. Es ist wieder Quizzeit und dieses Mal kommen ganz andere Ergebnisse. Holy shit. Also, Frage Nummer 1. Wie viel Stunden Videomaterial stecken in diesem Video? Die Antwort lautet 4 Stunden. Das ist wenig. Aber es ist auch richtig viel passiert. Ich meine, in diesen 4 Stunden habe ich die Queen Bee 3-mal gemacht und den Eat of Worlds. So, nächste Frage. In diesen 4 Stunden, wie oft bin ich gestorben? Die Antwort ist 3-mal. Echt nur 3-mal. Einmal gegen die Queen Bee, als ich sie aus Versehen gerufen habe und 2-mal gegen den Eat of Worlds. Das war's. Öfter bin ich nicht gestorben in dieser Folge. Fühlt sich sehr komisch an, dass ich nicht so oft gestorben bin. Naja, abonniert diesen YouTube-Kanal oder folgt meinem Twitch-Kanal, falls ihr die Livestreams weiterverfolgen wollt. Ihr könnt diesen YouTube-Kanal auch abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ciao, Leute.